Hallo Hertha-Fans und herzlich willkommen zu den Hertha-News. Mein Name ist Philipp und heute haben wir ordentlich was zu besprechen. Den Trainerwechsel im Sommer, Kader-Updates und Verlängerungen und natürlich auch das Kiez-Training. Und damit legen wir direkt mal los. Die Nachricht der Woche, die kam am Dienstagmorgen. Paul Dardai wird ab Sommer nicht mehr Trainer von Hertha BSC sein und hört damit auf. Allerdings bleibt er uns als Herthaner erhalten, denn nach einem Jahr Pause macht er im Sommer 2020 wieder weiter als Jugendtrainer. Sein Herz ist und bleibt blau-weiß. Die Saison wird Paul allerdings noch beenden und auf der Trainerbank setzen. Das heißt, die letzten 5 Spiele wollen wir noch mal Gas geben und jetzt natürlich das erste Spiel gegen Hannover 96 auch mal wieder gewinnen. Mit Hannover 96 kommt der Tabellenletzte zu Besuch und Hannover hat die drittschlechteste Bilanz in der Bundesliga-Geschichte. Nur Wuppertal und Tasmania Berlin hatten schlechtere Bilanzen zu diesem jetzigen Zeitpunkt in der Saison in den 60er und 70er Jahren. Ein ehemaliger Berliner, der wird auch mit am Start sein. Genki Haraguchi kehrt zurück ins Olympiastadion. Zwischen 2014 und 2018 hat er 4 Jahre lang im blau- und weißen Trikot gespielt, 91 Spiele absolviert und dabei 4 Tore geschossen. Das Hinspiel konnten wir 2-0 gewinnen. MVP in diesem Spiel war ganz klar Jordan Torunariga, denn er hat einmal selbst getroffen und einmal vorgelegt für den Vedator. Jordan war übrigens letzte Woche Freitag im Schultersquartier im Hertha-Fanshop. Dort hat nämlich ein E-Sports-Event stattgefunden. Die Berlin-Liga hat getagt. Wir waren natürlich auch mit der Kamera am Start. Hier sind die Bilder. Beim Kader haben wir endlich mal wieder gute Nachrichten. 5 Spieler sind zurück im Mannschaftstraining. Marco Grujic, Fabian Lustenberger und Wladimir Darida sind alle wieder mit dabei. Die kommen zurück von Verletzungen. Wieder spielberechtigt nach Gelb- und Rotsperren sind Andre Duda und Vedat Ibisevic. Das heißt, wir haben eine ganze Menge Jungs, die möglicherweise im Kader stehen könnten. Wenn du nach abgesessener Sperre endlich wieder mit dabei. Wie groß ist die Vorfreude und wie wollt ihr das Spiel gegen Hannover gewinnen? Ja, die Vorfreude ist natürlich riesengroß, weil es hat schon sehr, sehr lange gedauert. Das waren 3 Wochen, aber gefühlt 6 Wochen. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, wieder dabei sein zu dürfen. Natürlich in unserer Situation jetzt müssen wir einfach das Spiel gewinnen und Punkte holen. Egal welche Art und Weise. Natürlich hat die Mannschaft ein bisschen Selbstvertrauen verloren in den letzten Wochen. Und es geht jetzt darum, einfach, dass wir Spieler einfach eine trotz der Aktion zeigen. Das sagt der Kapitän. Wollen wir doch mal hören, was Paul Dardai auf der Pressekonferenz so gesagt hat. Also ich glaube, das ist auch normal. Ich habe hier, wenn man 4,5 Jahre arbeitet mit einer Mannschaft, ja, dann ist schon eine Menge. Weil ich habe immer gesagt, eine Mannschaft wählt immer. Ja. Mach mit, mach nicht mit, das ist immer so. Ja. Und die haben sie, so wie heute, bewegt haben. Das spricht dafür, dass nicht umsonst war ich hier 4,5 Jahre. Ja. Und das ist schön. Aber trotzdem, das müssen wir punkten, weil es sehr wichtig für die Vereine, das ist sehr wichtig für die Platzierung, das ist sehr wichtig für alle Herthaner.
Zu guter Letzt noch eine erfreuliche Nachricht. Thomas Kraft hat seinen Vertrag am Mittwoch mit Hertha BSC verlängert. Das heißt, unser Ersatztorhüter wird auch weiterhin da bleiben. Seit 2011 hütet er bei uns das Tor und hat sich auch in seiner Reservistenrolle gut zurechtgefunden und ist immer da, wenn man ihn braucht. Am Sonntag um 18 Uhr ist Anpfiff im Berliner Olympiastadion gegen Hannover 96. Hoffentlich findet sich bei dem ein oder anderen von euch noch eine Hertha-Karte im Osterei. Und das war's dann auch schon wieder mit den News-Hertha-Fans. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Philipp und ich sag Hahohe, Hertha BSC.